gegen den Überfall von Russland auf die Ukraine kam es in Aurich wie in vielen anderen Städten zu einer spontanen Demonstration. Trotz der kurzfristig angelegten Demonstration kamen doch etliche Auricher auf dem Auricher Marktplatz zusammen. Hier Putin verspricht sich Vorteile, die er auf der politischen Bühne nicht mehr erreichen kann. Und so greift er zu diesem letzten schändlichen Mittel. Die Zeche bezahlt die Bevölkerung der Ukraine. Ihr Leben, Hab und Gut sind bedroht. Aber die deutsche Regierung zaudert. Sie könnte auf der politischen Ebene wirklich schmerzhafte Sanktionen gegenüber Russland durchsetzen. Nur, das könnte auch uns wehtun, wenn zum Beispiel die russische Regierung ihre Gaslieferungen an uns stoppt. Solidarität zeigen heißt aber auch, selbst Opfer zu bringen, um dieser Aggression und diesem Krieg Einhalt zu gebieten. In der Ukraine fliehen viele tausend Zivilisten vor den Kampfhandlungen, verlassen ihr Land, um ihr Leben in Sicherheit zu bringen. Auf die EU kommt eine neue Flüchtlingswelle zu. Und wir müssen diesen Menschen unsere Hand reichen, sie stützen und auffangen. Die letzten Tage haben uns, denke ich mal, mehr als aufgewühlt, unfassbar gemacht. Wut war dabei, Entsetzen, Trauer. Ich denke, es sind auch hier und da Tränen geflossen. Und wir können es einfach nicht fassen, dass ein Krieg vor unserer Haustür wahr geworden ist. Den Sie Anfang der 80er Jahre auf den vielen Friedensdemonstrationen gesungen haben. Das weiche Wasser bricht den Stein. Vielen Dank. Wie normal, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Es sind ja jetzt auch noch merklich mehr Leute dazugekommen. Bei diesem kurzfristigen Aufruf hatte ich das so nicht erwartet. Uns zeigt das, dass dieser gemeinsame Raum notwendig war. Und das Mitgefühl und Besorgnis nach der russischen Invasion der Ukraine auch hier in den Alltag drängen. Wir, und da denke ich, da spreche ich für einige Jüngere heute hier, nahmen naiv an, dass das Geschichtsbuch das Kapitel Kalter Krieg und das Prinzip Gleichgewicht des Schreckens auserzählt hatte. Naiv aufgrund der Auslassung von Stellvertreterkriegen, naiv aufgrund der angespannten Situation zwischen China und USA, naiv auch aufgrund des Festhaltens an Kernwaffen. Die Ukraine wurde angegriffen von durch Putin gelenkten Streitkräften. Die NATO stoppt die NATO-Nordflanke personell und maschinell auf. Wir schauen ungläubig zu. Kalter Krieg. Parallelen scheinen durch. Übersetzt textete Sting in seinem Song Russians aus den 80ern: Wir teilen dieselbe Biologie, ungeachtet der Ideologie. Glaub mir, wenn ich euch sage, ich hoffe, die Russen lieben ihre Kinder auch.